der Lounge auf der Station 5 mit einem wundervollen Ausblick über die Stadt Münster. Ich bin Christina Göcke, ich bin die Pflegefachleitung auf der Station 5 der Gefäßchirurgischen Station. Mein Name ist Martin Ostermann, ich leite hier die Gefäßchirurgie der Klinik. Wir arbeiten jetzt schon sehr lange zusammen, seit 2003. Und von daher hat sich unsere Zusammenarbeit, glaube ich, in den ganzen Jahren sehr gut entwickelt und funktioniert auf jeden Fall hervorragend. Ja, man kann sagen, wir sind zusammen die Karriereleiter aufgestiegen und leiten jetzt gemeinschaftlich die Klinik. Die Frau Göcke eben auf pflegerischer Seite und ich auf ärztlicher Seite. Und das hat sich zu einer wunderbaren Zusammenarbeit entwickelt, die sehr vertrauensvoll vonstatten geht. Also ich glaube, es gibt viele emotionale Begegnungen hier in der Klinik, die wir zusammen erlebt haben. Einerseits in Bezug auf die Patienten, wenn einerseits die Patienten sich in schwierigen Situationen befanden und wir die dann zusammen in die richtigen Bahnen leiten konnten, aber auch natürlich bei unseren gemeinschaftlichen Events. Wir pflegen also einmal im Jahr eine Weihnachtsfeier zu machen, die kürzlich auch erst stattgefunden hat. Und im Sommer versuchen wir immer ein gemeinsames Event zu organisieren, wo wir uns dann auf privater Ebene begegnen. Wir haben zum Beispiel beim letzten Mal auf dem Eiselmeer zusammen gesegelt. Das war also auch mal wieder ein Highlight, würde ich sagen. Genau, das war letztes Jahr mit dem Segeln. Dieses Jahr haben wir einen Betriebsausflug nach Sasse gemacht, nach Schöpping. Das war auch schön. Das war sehr stimmungsvoll. Ich würde sagen, kurze Dienstwege, Freundlichkeit und Teamgeist. Ja, Teamgeist, eine gute Zusammenarbeit und was unser Team hier betrifft, auch eine hohe Verbundenheit mit der Gefäßchirurgie. Also ich muss gleich noch den Dienstplan für Januar schreiben. Ja, ich werde gleich meine erste OP machen für den heutigen Tag. Und dann werden wir sehen, was der Tag so bringt.